decisively with the men in whom these forces now precariously survive. Führer Pohl erklärt hat, er habe mit ihnen gesprochen im Auftrag Himmlers, damit sie als Reichswirtschaftsminister die SS bei der Zuteilung von Textilien, wahrscheinlich die Uniformen, bevorzugt berücksichtigen soll. Was können Sie zu dem Komplex sagen? Nach meiner Überzeugung hat dieses Gespräch nicht stattgefunden. Ich kann mich jedenfalls beim besten Willen an ein solches Gespräch mit Pohl nicht erinnern. Es zum Ausdruck gebracht hätte, dann hätte ich diese Angelegenheit bestimmt an meinen Staatssekretär weitergegeben zur Erledigung. Ungeheuerlich ist nun aber die Behauptung von Pohl, dass er mir in diesem Zusammenhang etwas von toten Juden erzählt haben soll, von denen die Lieferungen angeblich kamen, die die SS an Altmaterialien abgab. Es soll im Jahre 1941, vielleicht auch 1942 gewesen sein. Ich hätte eine solche Mitteilung auch nicht auf sich beruhen lassen, sondern hätte sofort mich an meine vorgesetzte Dienststelle gewandt, das war der Beauftragte für den Vierjahresplan, hätte ihm davon Mitteilung gemacht. Herr Zeuge, das ist der eine Punkt, ich glaube, der ist durch Ihre Vernehmung genügend geklärt. Und ich möchte jetzt zu dem zweiten Punkt übergehen. Und ich bitte, sich da auch so kurz zu fassen. Im Mai bei Ihrer Vernehmung, ich glaube, es war am 6. Mai, erklärt, dass Sie den SS-Gruppenführer Pohl einmal beim Mittagessen getroffen haben. In der Reichsbank, im Casino der Reichsbank. Und auf dieses Gespräch hat, das möchte ich Ihnen vorhalten, der Zeuge Pohl in seinem Affidavit, Dokument 4045, auch Bezug genommen. Und er sagt hier, ich lasse das alles andere weg, was er mit dem Pohl, mit Ihrem Vizepräsidenten gesprochen haben soll, denn darüber wissen Sie ja nichts. Das wäre also nur Zeitverschwendung, wenn ich das von Ihnen fragen würde. Ich halte Ihnen nur vor, weil vom 5. August ist das wiedergegeben. Nachdem wir, also der Gruppenführer Pohl und der Vizepräsident Pohl und einige anderen Herren, in den Gewölben der Reichsbank die verschiedenen Wertsachen besichtigt hatten, gingen wir hinauf in ein Zimmer, um mit dem Reichsbankpräsidenten Funk zum Mittag zu essen. Es war für die Zeit nach der Besichtigung arrangiert. Es nahmen außer Funk und Pohl, das ist der Vizepräsident, die Herren meines Stabes teil, also des Stabes Pohl. Wir waren ungefähr uns unter anderem über die Wertsachen, die ich in seinem Gewölbe, also im Gewölbe der Reichsbank meinte, gesehen hatte. Bei Dr. Sutter, bitte? We all heard this evidence. Kam es klar zum Ausdruck, dass ein Teil der Wertsachen, die wir besichtigt hatten, von Konzentrationslager stammt. Das ist das Ende des Zitats und damit das Ende des zweiten Satzes. Herr Zeuge,
Sie haben gehört, was der Pol, dieser Gruppenführer, in seinem Epitaphit behauptet. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das können Sie mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn Nein, dann können Sie die Erklärung dann dazu geben. Dass er sich mit diesem Frühstück, bei diesem Frühstück, mit mir unterhalten hat, daran erinnere ich mich. Dass er mit mir über die von der SS eingelieferten Wertgegenstände gesprochen hat, daran erinnere ich mich nicht. Aber bestimmt weiß ich, dass er nicht mit mir über diejenigen Wertsachen gesprochen hat, die ich gar nicht kannte. Also, über den Teil der Einlieferungen von der SS, die nicht zur Verwertung für die Reichsbank eingeliefert wurden, sondern zur Verwertung für das Reichsfinanzministerium. Also Goldsachen und Schmuck, Perlen. Perlen und was alles dabei war. Diese Dinge kannte ich nicht, diese Dinge habe ich nie gesehen und über diese Dinge hat Pohl sich mit mir auch nicht unterhalten, denn dann hätte ich ja über sie Bescheid gewusst und hätte mich danach erkundigt. Und es ist ja nun völlig ausgeschlossen, dass Pohl mit mir in Gegenwart von 12 Herren, worunter noch vielleicht 3 oder 4 oder 5 Reichsbankdirektoren waren, und in Gegenwart des Bedienungspersonals darüber spricht, dass diese Dinge in aus Konzentrationslägern kommen und womöglich von ermordeten.